Ja, es riecht nicht so gut hier drin. Aber die Tür stand offen. Und das ist eindeutig ein Lost Place. Sehen, was es hier noch so zu entdecken gibt. Mittagspause, ah ja. Ja, es ist halt eine Schule gewesen. Eine Förderschule vielleicht. Typischen Computerraum leisten. Obwohl bei meiner Berufsschule hatten die das überall. Ja, hier steht es sogar dran, Computerraum. Der nächste Raum ist zu, oder? Nee. Doch. Nee, doch nicht. Da steht nichts. Ich frage mich, ob der Baum tatsächlich mal echt war. Also hierher gehört. Im Gegensatz zu dem anderen Scheiß. Cool. Ja, wie es aussieht, ist hier wohl eine Heizung in den Arsch gegangen. Eigentlich wollen wir hier in das Gebäude rein, aber haben noch keinen richtigen Zugang gefunden. Außer da diese Tür. Aber die sieht mir ein bisschen zu ungemütlich aus. Nur da haben es geschafft. Was war das hier? Aula oder so? Speiseraum vielleicht? So, man kann ja dann doch nicht auf Licht verzichten. So, halt die Kamera wieder so schön. Das ist ja hier echt uralt. Beziehungsweise ist es eine Baustelle. Ach, hier. Vor der Tür haben wir eben schon gestanden. Und hier gibt es irgendwie einen geheimen Keller. Kommt man da runter? Würde mich ja schon interessieren, aber da müsste man hier aufräumen. Für was bitteschön ist denn dieser Raum hier? Der ist schräg einfach. Tja, vielleicht kann mir Radfahrer Productions erklären, warum es schräge Räume gibt. Technologie. Ja, gibt nichts zu sehen. Aus dem Ganzen sieht das irgendwie so komisch verbastelt aus. Irgendwie auch gruselig. Warum sind hier eigentlich zwei Treppenaufgänge? Da auf der anderen Seite auch nochmal. So. So, um das Geheimnis zu lüften, kommt auf beiden Seiten derselben Stelle raus. Und hier riecht es komisch. Vor allem, der war sowieso Deko-Dinger mit Werbung. Dann hat mich an den einen das Place, wo ich mit Chucky war, nur dass da mehr zu sehen war. Da haben die hier etwa handwerkliche Sachen gelernt. Mauern und sowas. Und vielleicht auch malen. Nachzahlen. Und Mosaike. Oh, Elektroinstallation. Das ist aber, tja, nur installiert, also nur rangeschraubt. Da ist, glaube ich, nie ein Kabel angeschlossen worden. So, hier geht's wieder hoch. Ach ja, kommt mal zu dieser Glastür, die ich am Anfang gezeigt habe. Mhm. Da hat doch jemand. Hier quietscht irgendwas. Ach nee, das ist nicht. Das ist ein Schall, die Feuerwehrsirene geht gerade. Ach, das ist die Treppe. Gut. Au, hat sich erledigt. Muss ich nicht aufräumen. Wir sind unten. Tja. Hier wollen wir mal. Ja. Tanks vielleicht. Bin in der Mitte. Ja, das sehe ich nicht mehr. Hier ist keine Tür. Keine Beschreibung. Bautenschutz. Hier kommen irgendwelche Gruppen und halt auch einfach nur ein leerstehender Raum, obwohl da jetzt irgendwie so ein Ventil, was bedeutet das? Jetzt, hier geht's noch überall hin weiter. Das ist sicherlich nicht fertig geworden. Habe ich doch richtig gesehen. Man kann durch reinkommen in den Raum. Hier eine Theke. Ja, auch das ältere Bild. Angemalte Fliesen. Ja, wieder so ein Kunstobjekt.
Weil ich es leichter brauche. So, jetzt höre ich da Eingangsetage. Ah ja, ist gut. Ja, hier gibt es nichts weiter zu sehen außer Brandspuren. Fragezeichen. Das ist ja scheiße, die nächste Treppe ist auch verbastelt. So, Haupteingang. Ich komme wieder hoch. Ja, das sieht gut aus. Allerdings muss ich vorsichtig mit dem machen, mit dem Licht. Ja, hier muss ich dann noch mal die mit dem Abschluss oder was, keine Ahnung, verewigt oder Grundausbildung. Und ja, ist das auch morgen oder was? Das ist ja auch witzig, ja. Dass jemand gewusst hat. Jetzt wissen wir auch, wie es heißt. Frau Lorenz. Ja, wären wir dann bei der verbauten Treppe. Ihr könnt nicht am Arsch lecken. Also hier oben wurde dann schon einiges entkernt. Wie man sieht, der Boden fehlt. Es sind nur einzelne Graffitis. Hier hat sich jemand bequem gemacht. Aber die nächste Etage sieht dann schon ein bisschen gefährlicher aus. Und irgendwie riecht es hier nach Farbe. Hier ist ein Gestell für Diaprojektor. Den erkennst du. Die Etage ist jetzt auch zu Ende. Da gab es halt wirklich nichts zu sehen. Ja, ich nicht, auch nicht, leider. Was mir persönlich auffällt, ist, dass hier hinten die Farbe von den Wänden abblättert. Ansonsten ist hier nichts zu sehen, nur ein paar einzelne Graffitis, die aber wahrscheinlich älter sind. Und die Nummerierung der Räume oder was auch immer. Gut, ja, dann würde ich das auch sagen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video.